Legen lernen mit der Lernemort-Power und der kleinen Neunerlegung inklusive der vertiefenden Positionsdeutung. Das Ganze lernst du jetzt hier in dem Video anhand meines Beispiels zum Wochenorakel für die Woche jetzt vom 21. März, also bis einschließlich Sonntag. Wobei ich fürs Wochenende speziell auch immer noch meine Kurzvideos mache mit dem 5-Minuten positiven Kick. Das ist die Orakelzeit für dich, wo du mitmachen kannst, dir eine Karte aussuchen, wie dein Wochenende wird. Und passend dazu, ich musste ja jetzt echt schmunzeln, als ich die Karten hier ausgelegt habe. Ich hatte nämlich für mich ja auch entschieden für eine der Karten und bei mir war es dann das Kind, und das Kind steht ja für, an diesem Wochenende hast du neue Ideen, neue Impulse, auch mal irgendwas Neues ausprobieren, also eben irgendwo was Neues machen. Und tatsächlich gestern sind mir jede Menge neue Ideen gekommen. Eine neue Idee war eben unter anderem ein neues Produkt zu kreieren, ne? Also da habe ich jetzt auch schon Anfragen bei Druckereien gemacht. Und das nächste war so ein Gemeinschaftsprojekt. Und tara, du siehst es hier schon auf der linken Seite. Links bedeutet ja immer, das bringt man ins Thema mit. Also das ist praktisch das, was ich im Gepäck habe jetzt für die kommende Woche, die vor mir liegt. Und da sieht man eben auch wieder das Kind für das Neue, was jetzt hier bei mir tatsächlich schon am Start ist, weil ich bin ja schon im kreativen Flow, sage ich jetzt mal, schüre gerade die Ideen, entwickle Pläne daraus. Und mit der Fabrik sieht man auch, im Gepäck habe ich das Gemeinschaftsprojekt. Nämlich, die Fabrik steht ja für das große Ganze, für das viele Potenzial. Oder eben einfach jetzt in dem Fall das ganze System, also die ganze Einheit. Denn ich möchte ein Buchprojekt und einen Videokurs sozusagen machen, wo mehrere, ja, sei es jetzt Lebensberater oder Coaches, einfach mitmachen können und eben dem Leser bzw. dem Kunden dann eben wertvolle Tipps an die Hand geben. Also so halt ein Tipp, wie man etwas macht, und natürlich auch Tipps, welche Fehler zu vermeiden sind, und dann eben auch Anleitungen für erste Umsetzungsschritte. Das alles soll ins Buch. Und in den Videokurs soll dann eben noch mit rein weitere Umsetzungsschritte, also dass die Leute dann nochmal ein Stück tiefer eintauchen können. Also dass man eben wirklich was an die Hand bekommt. Und vom Wert her sollte eigentlich jeder Coach, der da mitmachen will, eben so eine Art Mini-Workshop beisteuern, der aber im Grunde genommen alleine schon den Wert von dem Verkaufspreis hat. Das heißt, wenn man jetzt alle zusammen in einem Topf hat, dann hat der Kunde natürlich ein Vielfaches von seiner Investition, und der einzelne Coach oder Berater kriegt aber dadurch natürlich mehr Sichtbarkeit und kann eben natürlich auch am Verkauf der Videopakete natürlich auch mit was dran verdienen, wenn er die selber eben auch empfiehlt. Das Buch dient mehr oder weniger eigentlich nur der Sichtbarkeit, das heißt, die Einnahmen dort gehen in die Finanzierung eben von Werbung, damit es sich eben weiter verkaufen kann. Aber wie gesagt, das Ganze habe ich in einem anderen Video gestern schon erklärt, und ich wollte einfach nur sagen, wie wunderbar das jetzt hier schon wieder von der Ausgangslage für den Start in die Woche passt. Ich fange jetzt direkt mit der Deutung an. Das war jetzt einfach nur die Vorgeschichte, dass du wieder siehst, das Gepäck, was hier auf der linken Seite liegt, passt eben einfach auch zu den jüngsten Entwicklungen, die gerade waren. Okay, los geht es mit der Deutung wieder in der Mitte. Das heißt, ich sehe hier den Baum, der steht für Wachstum, aber auch für die Gesundheit. Also es kann durchaus jetzt in der kommenden Woche für mich auch die Gesundheit wieder ein Thema sein, weil ich warte immer noch auf die Ergebnisse von den Arztuntersuchungen und dass ich da einen Termin kriege. Vielleicht tut sich da endlich mal was. Ansonsten ist natürlich hier einfach wirklich Wachstumspotenzial. Man hat seinen Halt, man hat seine festen Wurzeln und möchte sich jetzt weiter entfalten. Passt auch so ein bisschen zu der Thematik, mit der ja meine neue Idee zu tun hat. Da geht es ja auch um Persönlichkeitsentwicklung, um Lebensberater. Und da eben irgendwo das Projekt, sage ich mal, jetzt sicherlich in dieser Woche schon mal in Gang bringen. Schon mal die ersten Ideen, die neuen Impulse, die man hatte, schon mal ja unter die Leute bringen, dass eben auch ein paar natürlich bei meinem geplanten Projekt mitmachen wollen. Also das Kind für das Neue, was ich schon im Schlepptau habe, die Fabrik eben für das große Ganze, das Gemeinschaftsprojekt, und meine Gedanken und vielleicht auch meine Wünsche dazu oder meine konkreten Pläne. Man kann ja oben die Position 1 mit dem Hund jetzt in dem Fall auch für die Pläne für die Woche nehmen, weil beim Wochenorakel sind es jetzt ja
einerseits die Gedanken, die man zur Woche hat, aber natürlich auch schon konkret, was im Terminplaner drin steht, was man eben an Plänen so hat. Und bei mir steht eben tatsächlich im Zusammenhang mit diesen neuen Ideen, ich möchte wieder eine Hilfe, eine Unterstützung sein für andere, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das zeigt mir gleich die Sonne wunderbar daneben, dass es eben wirklich um die Sichtbarkeit geht, um das Leuchten, um das Gesehen werden, um die positiven Energien. Also ich werde die Woche definitiv positive Energien reinbringen. Zum einen natürlich in meine eigenen neuen Ideen. Also ich frage ja gerade bei Druckereien neue Preise an für eben zwei Ideen, die ich habe, die ich gerne umsetzen möchte. Da ist gerade der Text beim Korrekturlesen bei der lieben Claudia. Da warte ich jetzt, dass ich dann auch die Woche die Rückmeldung kriege und daraus dann eben die fertigen Texte formatieren kann. Und eben dieses Gemeinschaftsprojekt, was am Start ist, was sicherlich langfristig noch ein bisschen dauern wird, aber wo ich dann eben natürlich schon die ersten Pläne jetzt und die nächsten Schritte umsetzen will. Und auch das zeigt der Bauch auf dem Ratschlag mit der Position 3, das, was praktisch in mir ist, also als Idee, also was da gerade am Reifen ist, was dann eben irgendwann auf die Welt raus möchte, geboren werden möchte, also mich da jetzt eben die Struktur ausarbeiten, das Konzept, mir einfach da Gedanken drum machen, die Pläne ausarbeiten, wie kann das Ganze aussehen, was muss ich dafür vorbereiten, damit eben nicht nur ich, sondern auch die Co-Autorin in die Sichtbarkeit kommt. Und da bin ich natürlich mit der Spiritualität dabei, oder das erfüllt mich, das macht mich glücklich, weil die Sterne ist ja, ha, ich will nach den Sternen greifen, ich will glücklich sein. Da geht es um viel, also passt natürlich dann auch super zu viele Pläne und viel Sichtbarkeit, viel Wachstum und eben auch Wachstum im Bereich Spiritualität, Lebensberatung, vielleicht auch Gesundheit, weil es kann ja auch für die Persönlichkeitsentwicklung der ein oder andere Coach vielleicht dabei sein, der das Thema Gesundheit als Fokus hat. Also lasse ich mich mal überraschen, was so von euch angeboten wird. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast, dann hier wirklich nochmal der Tipp, guck dir mein Video vom Samstag an. Da erzähle ich nämlich meine verrückte Idee und was hat das eben mit dir zu tun. Also solltest du dich da gerade angesprochen fühlen, dann schau dir das unbedingt nochmal an. Die Lilie ist das, was von außen kommt. Also hier ist Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Also das kommt halt mir Harmonie entgegen, Zufriedenheit oder dass man einfach sagen kann, da passt einfach die Stimmung, ne? Also geben und nehmen, da ist einfach die Zufriedenheit, das Gleichgewicht. Man könnte jetzt natürlich auch denken, es ist sehr ruhig, also so nach dem Motto, kommt vielleicht nicht so viel von außen, weil Lilie ist halt eine Ruhekarte, dass man da vielleicht denkt, okay, von außen kommt nichts. Das würde aber nicht zu den anderen Karten passen, weil ich habe die Störche daneben für die Veränderung. Ich habe den Baum, den nicht zu vergessen, der Baum ist im Zentrum. Das heißt, hier ist wirklich etwas Wichtiges. Also hier geht es um Wachstum. Wachstum kann natürlich nur stattfinden, wenn dann natürlich auch von außen was kommt. Also von daher, ne, wenn man bei der Lilie vielleicht unsicher ist, ist es jetzt Ruhe oder ist es eben die Zufriedenheit, die Harmonie? Dann schau dir die anderen Karten mit an. Und der Baum und auch die Störche geben hier eindeutig den Hinweis, dass es nicht um Ruhe geht, sondern um Wachstum. Hier wird sich was verändern. Hier stellt man was auf die Beine. Das passt auch zu meiner Siebenerlegung, die ich gestern in diesem Video gemacht hatte. Da lag auch die Sonne drin und auch, ich glaube, es waren die Störche drin. Ja, da hatte ich auch was von lange, dünne Beine erzählt, weil bei mir sind die Störche immer, man sieht es hier bei diesem Kartendeck besonders schön, die dünnen Beine, die mich darauf hinweisen, etwas auf die Beine stellen. Also hier kann man wirklich mit diesem Projekt was auf die Beine stellen. Und da mich das als Energie für die ganze Woche begleitet, bin ich doch echt mal gespannt, was sich daraus ergibt. Vielleicht darf sich auch im Bereich Gesundheit für mich mal was Positives verändern. Auch das wäre natürlich schön, weil mit Sterne wäre ja auch was Positives. Die Lilie könnten dann in dem Zusammenhang die Hormone sein. Weil ich warte nämlich tatsächlich auf das Testergebnis, was mein Hormontest ergeben hat, ob man da eben mit natürlichen Mitteln, das würde wieder zum Baum auch gut passen, die natürlichen Mittel, ob man da nicht irgendwo was verändern kann, dass meine Schmerzen oder diese, ja, ich sag mal, das Chaos, was da gerade in meinem Körper abgeht, wie man das eben irgendwo endlich mal beseitigen kann. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf meine Woche. Ich freue mich, weil ich ja hier nur positive Karten habe. Und ich freue mich, dass ich dieses Video unter 10 Minuten geschafft habe. Also macht's gut und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Orakelzeit für dich, beziehungsweise mein Wochenorakel, was ich eben immer für die ganze Woche mache. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.